Ja, und jetzt? Wo muss ich immer meine Klasse zu wechseln? Ist bei der blöden Hexe drin irgendwas, wo ich die Klasse wechseln kann? Oder muss ich zum Mana? Aber da habe ich keinen Bock hinzugehen, Mann. Das ist ja so weit. Da muss ich das ganze Gebiet laufen, um dann die Klasse zu wechseln und dann wieder zurückzugehen. Jetzt erzählt er mir, dass ich erst die Klasse wechseln muss. Stimmt's? Oder habe ich recht? Oder habe ich recht? This place is gross. I've never felt anything like this. This entrance is how we get to the witch. You all ready? Good. Let's go. Anises Anderwelt. Scheiße, die hat noch ein Gebiet. Wollt ihr mich verarschen? What is this place? There are so many strong monsters. Ich kann ja die Klasse nicht wechseln. Yeah. Try not to die, everyone. Kann ich hier raus? Oh ja, tatsächlich. Ah, dann gehen wir halt zum Mana-Ding. Meine Fresse. Wie erzählen wir jetzt da bei dem Mana? Kurz mal anders durch Nocken. Okay, das ist auch blöd. Bei dem Mana-Ding dann, nee, du kannst die Klasse nicht wechseln, dann musst du erst zu dem dämlichen Portal gehen und in dem Portal dann ist dann irgendwo so ein Klassenwechsel-Ding. Aber ist mir jetzt egal, wir rennen jetzt bis zu dem Ding. Das machen wir jetzt einfach. Es nervt mich sowieso, dass nirgends mehr irgendwie Klassenwechsel-Dinger gibt, also bloß weil diese scheiß Mana-Steine über der zerlegte. Vielleicht können wir ja fliegen. Okay, ich habe bloß einen goldenen Sockensamen noch. Da lang. Retreat! Ja, wir hochspringen und dann gleich wieder abstürzen. Hört auf, eure Magie gegen so Lutscher einzusetzen. Achso, ich muss ja da unten rum. Okay, die haben uns ja bemerkt. Ja, auch ne. Okay, wir sind da. Jetzt sag mir, dass ich hier die Klasse wechseln kann. Who is switching classes? Try to switch your class. Okay, sie macht's. Gott sei Dank. Es gibt nur eine maximale Klasse. Vereint es dann alle Klassen in einem Ding? Das wäre geil. Berserker. Angriffskraft der Duellanten und die Stärke der Schwertmeister. Da können sie gegen... Alter, das vereint halt wirklich alle Klassen miteinander. Digitiert von viel Rüstung zu keiner Rüstung. Oh. Den hätten schon irgendwie so eine coole schwarze Rüstung geben können. Klassenangriff, diabolische Rage. 2 Fähigkeitenplätze, neue Aktionen und Fähigkeiten zur Ausbildung verfügbar. Ich glaube, ich habe die anderen aber auch schon mal gesehen. Ja, das ist wieder dieses YouTube-Videos, wo halt vorne dann erstmal alles zeigen, was drin ist. Einerseits verstehe ich es, einerseits nervt es halt, ne, wenn man gespoilert werden will. Wobei das jetzt hier ja eigentlich ziemlich wurscht ist. Who is switching classes? Try to switch your class. Wieso soll ich es versuchen? Ich kann's. Mystische Königin. Eine der besten Magierklassen, mystische Königin, verfügen über die magische Vielfalt einer Wahrsagerin und das Geschick gibt im Elementarzauber einer Erzmagerin. Ja, man macht. Ultimative Magierin. Wie ein mega V-Ausschnitt behältst du natürlich jedes Mal. Charlotte weiß ich nicht mehr, wie sie ausgeschaut hat. Wobei ich jetzt aber auch eigentlich bei ihr nicht mehr gewusst habe, dass sie so ausschaut. Dann habe ich vielleicht die ultimativen Klassen doch nicht gesehen gehabt. Aber von Berserker wusste ich. Ach, keine Ahnung. Try to switch your class. Und was war die Charlotte? Und... ja, okay. Hohepriesterin. Schaut halt immer bloß frech aus einfach. Und dann labern die immer alle irgendwas von süß. So. Können wir jetzt eigentlich noch irgendwo Waffen kaufen? Aber die stärksten Waffen sind ja, glaube ich, in diesen Samen drin, ne? In diesen bunten. Hallo? Ach ne, warte, das ist das da. Ausbildung. Steinsäbel, heilige Kugel. Es ist doch immer noch Schwachsinn, dass es kein Lichtsäbel gibt oder irgend so ein Scheiß. Steinblitz, Eis, Flamme. Blöd. Warte mal, wie schaut's bei dir aus? Opferwut, Stärke auf 63, Alter. Ich übertreib's halt. Ich meine, es gibt einen Mond- und einen Blattsäbel. Aber kein Licht- oder Dunkelheitssäbel, das ist doch bescheuert. Opfer. Schaden eines starken Angriffs ist das Opfern von 5% der eigenen TP. Warum sollte ich das machen? Erhöhe den Stärkegrundwert um 10. Ich wüsste mir mal, was ich nehmen soll. Ich meine, ich habe eigentlich mit allem das, was ich haben wollte. Ja gut, dann hauen wir uns doch nochmal schnell durch die ganzen Gegner durch, hauen den letzten Boss weg und dann ist es zu Ende. Okay. Gemeinsame Fähigkeiten können von allen Gruppenmitgliedern benutzt werden. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn die für alle dann wären. Oh, ohne Speichern einfach rein. Naja, gut, so stark sind jetzt die auch, oder? Ne? What a joke. Hä, der hat doch mal aufgeladen. Das kotzt mich jedes Mal an, wenn das passiert. Hä? Hallo? Ah, jetzt. Weil diese Drecksviecher, obwohl sie so einen Aufladeangriff haben, trotzdem gleich angreifen. Da schau, das dauert eigentlich länger. Alter, dann haut's halt diese mal gut aus. Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Gehen wir mal dann rüber, holen uns die Kiste, wobei die Kiste wahrscheinlich eine Mimikry ist. Oh. Und da Sachensamen. Müssen wir doch nochmal auf und den Sachensamen eintauschen. Könnte ja die starke Waffe von der Charlotte sein. Na, fuck you. Aber da fällt noch was ein. Gegenstände. Was ist das da? Erhöht Verfahren vorübergehend um 20%. Oh. Stärke-Serum. Magisches Seil. Intelligenz-Serum. Erhöht MP um 2. So. Nein! Verdammt. Ja komm, das ist mir eigentlich egal. Let's take it out before it does more damage. Got the upper hand. Alter. Jetzt ganz schön fix, ey. Oh, ich muss bloß reinlaufen. Weil ich mich ja eigentlich frage, dieses Klasse 4 macht es jetzt eigentlich auch nicht besser, ne? Ich habe jetzt keine neuen Fähigkeiten irgendwie bekommen. This must be an illusory world. made by Annis herself. She constructs it from the memories and subconsciouses of others. Yes, ist eine typische Tod. This witch needs to keep her hands off my memories. Hey, watch it! Oh, good. We don't have to be on guard for now. Hä? Ah, da drüben geht's weiter. Oh, ich hasse das, Alter, weißt du, die haben... Weißt du, ich verstehe das nicht, warum gibt's eine Attacke? Die bloße aufladen müssen und eine, die wirklich genauso ist. Nur. Das sind die ekelhaftesten Gegner in dem Spiel. Ups. Okay, jetzt bin ich wieder voll neigesprungen. So, darum. Annis, I don't care if this ain't real. How dare you mess with my home? Take this. Of course we won. So, darum. I don't have time for this. Nein, warum fliegt denn meiner immer wieder zurück, Alter? Das ist doch zum Kotzen bloß, weil ich auf Dennis schlag. Da, das war jetzt wieder dasselbe. Ich bin mal die abgestürzt, das bin ich zurückgeschubst worden. Mitten in das Ding halt. Oh, ist das also, ich spiele manchmal, ne? Genauso wie der Käse, Alter, mit diesen dämlichen Plattformen. Weißt du, du musst außen stehen bleiben, damit die dämlichen Gegner rauskommen. So, jetzt sind wir wahrscheinlich in... Weil Sena war das jetzt in... Was war das andere? Ich hab's schon vergessen. Ferolia, Königreich der Bestie. Jetzt hätten wir jetzt aber nicht, dass ich durch jedes verdammte Reich muss. Wir sind jetzt im Schloss. Mehr Gegner? Nee. Alter, super, ich muss außen rumlaufen. Oh. Na, komm her. Ja, aber spinnt ihr jetzt bloß mit dem vom Durandrum oder auch von allen? Achso, ich muss auf beide Seiten hoch und das machen. Nee. Oh, das war's. Wow. Wo ist denn der Ninja hin? Ja, warum hat er jetzt auf den Ninja gezogen? Das verstehe ich auch nicht mehr. Was geht denn jetzt ab, Alter? Verdammte Nervensägen. Was soll denn das jetzt werden? Ja, gucken wir jetzt mal weiter. Die anderen zwei mit ihrer Magie haben mich schon zugesetzt, ey. Das ist aber eine Mimikrie. Oh. Das sind richtig bunte Sachen zusammen, sehr gut. Uiuiui. Warum habe ich denn das jetzt überhaupt erwischt, ey? So. Wir werden so auch stärker. So. Und was haben wir da hinten? Schokolade. Das ist hier ein Durcheinander. Weiß ich, denkt man dann aber auch immer. Also in allen Ehren, dass die großen Zauberer sind. Aber wenn sie immer so überzeugt von sich selbst sind, warum immer nettes Feuer? Ich meine, das zeigt ja mir eher, dass sie eben nicht bereit sind. Das wirkt für mich immer eher so, oh, die könnten mich ja doch besiegen. Bitte nicht weiter, Mann. Noch so eine dämliche Truhe. Alter, ich dachte schon, was geht noch, ey. Noch ein Wundersamen? Sehr gut. Ah, ich bin voll Nike dann. Vermehrt ist der nicht alles. Ui. Oh, noch mehr von den Spackos. Oh. Aber jetzt gibt mir nochmal so einen bunten Sachen. Sehr gut. Hier können wir wahrscheinlich die letzten Mega-Dinger einsammeln. Alter, jetzt nimm doch das Scheißding auf. So. Sind wir jetzt dann schon am Schluss oder müssen wir jetzt durch jedes Gebiet von irgendeinem von uns in Leuten gehen? Das wäre dann eher nervig als lustig. Oha. Was? Oh, ihr Scheißdrachen. Ich war nicht mal in der Scheiße, Alter. Oh. Ich hasse diese Kollisionsabfrage in dem Spiel. Das ist endlich fertig. Alter. Ah, ich glaube halt, ich werde wahrscheinlich doch noch durch alle Gegner müssen. Und was haben wir jetzt? Tu's nicht, lass mich zum Endboss. Oder jeder Hauptcharakter hat einfach ein End. überschieben, Mann. Hat jetzt ein Teufel getroffen? Da ist nix. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Eigentlich nicht. Ich meine, wir waren mal in so einem Untergrundding, aber das war irgendeine Kanalisation. Tja, Brücke laufen, meine Freunde. Und da oben wird jetzt dann der Boss warten, weißt du? Immer kurz bevor ich das Ding einsetze, nachdem ich es einsetze. Ja, da ist ja nochmal einer. Aruma, der Dekadenz. Barriere versperrt den Weg. Ach was. Goldene Sachen sammeln. Oh. Barriere ist verschwunden. Und was bekommen wir da drin? Wahrscheinlich eine Truhe, die mich angreift. Nochmal ein bunter Sachensamen. Ist halt wirklich so, die wollen, dass man die starken Dinger kriegt am Schluss. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Jetzt sind wir in der Wüste. Sehr vergoldet einzusetzen, wenn man was tut, bringt dann immer viel, ne? Oh. Uiuiui, dieses endlose Geschlacht, Alter. Ja, aber dann ist doch wahrscheinlich auch wieder irgendwas, was ich mir holen kann. Der mich bunter Samen oder so. Bisschen Energie tanken. Alter, es geht jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde, das verdammte Level. Jetzt gehen wir scheinbar wirklich nochmal einfach jedes Gebiet nochmal durch. Hä? Alter, es ist hier eh schon dunkel. Wen interessiert es, wie dick es ist? Ja gut, meine Fähigkeiten habe ich eh schon auf Maximum. Okay, nächste Tour. Alter. Ey, da lebt er noch. Da gibt's einfach nur mehr Energie, so wie es ausschaut. Ja, das Ding nicht leuchtet. Okay, das ist schon lustig irgendwie. Da ist eine Truhe. Da ist ein bisschen Energie. Ein bisschen Formwandler, Boys. Dann überkommen wir nicht. Dann gehen wir zur Truhe, die uns wahrscheinlich angreift. Waage der Göttin, damit kann ich meine Klassendinger wieder zurücksetzen, wie ich Bock habe. Wir können dahin, dann kommen wir nach links. Da sind wahrscheinlich jetzt irgendwelche Gegner unten, genau. Die können wir aber umgehen, wenn wir Bock haben, weil wir eigentlich bloß so die Sachen einsammeln wollen. So, gehen wir dann über. Die Dinger sind natürlich wieder da. Wer hätte das erwartet? Ist da hinten noch irgendwas? Ne, die Typen. Da hinten scheinbar gar nichts. Oder? Ne, da ist wirklich nichts. Scheiße, da kommen wir denn über. Hm. Ein bisschen Mana, da geht's dann zur Statue. Da gibt's ein bisschen Mana, naja, dann ist nichts Besonderes mehr hier. Da hinten wäre noch was. Shit. Komm, das ist so ein Buntsam, oder? Oh, fuck, du verarsch mich gerade, oder? Ich mache jetzt den ganzen Umweg wegen 240 Minuten, Alter. Achso, das Spiel zeigt dir, dass du dann, dass es einen Weg hingibt, dass da etwas ist und dann spuckt es dir ins Gesicht. Nicht nachmachen, Kinder. Ah, ja. Okay, wenn da so eine Statue ist, dann muss ja danach irgendwas sein. Warte, wir haben jetzt 2/3 geschafft oder so, irgendwie sowas. Komm, jetzt sag ja nicht, dass wir zum Boss kommen. Das hört sich doch gut an. Komm schon. Die vom Flammenkahn angeführt wird. Gilde der Diebe. Ah! Fuck you, Game. Fuck you. Für was überhaupt diese Aufladung anzeigen, wenn es doch so schnell geht. Wie komme ich jetzt drüber, ohne dass ich verletzt war? Geht ja nicht mal. Das ist das Mondgebiet, ne? First and heavy. We should buy stuff to lighten the load. Hä? Dämliche Bettlaken. Dann machen wir mal so mal mit. Und jetzt fertig. Ja. Barriere in der Nähe, Mann, die ist direkt vor mir gewesen. Tu gerade so, wenn die Kilometer weg gewesen wäre. Ah, hey, ihr seid auch dabei. Und ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, Alter, weil ich mich die ganze Zeit bloß aufs blöde Cap konzentrieren kann oder muss. Ja, ich weiß, eigentlich schaue ich ja bloß drauf und blöder. Und? Fehlen muss. Nee. Ganz schön was reinbekommen jetzt alle. Ja, wir können auch einfach mitten reingehen. Guck mal, du bist ja auch so. Der Multi-Angriff, ey. Hä? Ah, okay, ich muss da nüber. Und hier? Ja, war ja klar. So, Punzarm, stimmt's? Sehr gut. Aber ich könnte vielleicht mal eine Stelle brauchen, wo ich es einlösen kann. Nur mal so zur Info. Oh. Er zerstört die ganzen Gegner so. Hör auf, dich immer zu beschweren, dass du erst angefangen hast. Noch so eine Truhe. Lass uns kämpfen. Oh. Ja, super. Silbersachensamen. Niemand braucht Silbersachensamen. Niemand. Nie. Warte mal, da hinten geht's durch. Aber jetzt sind wir in der Festung von der Angela, oder? Nee, das ist die Festung von der Charlotte. Ah, oh, okay, das ist ein Halting. Na, endlich. Ausbildung, 15 Punkte. Ja, ich kann ja nochmal zwei ausrüsten, fällt mir gerade so ein. Opfer 2 und durch Opfer 5% Eigentum 40, nee. Halt, warte mal, wir sollten vielleicht bei denen erst die Ausbildung weitermachen. Intelligenz war das. Oh, was war jetzt das? Wahrer Schutz. Zu Beginn des Kampfes die Magieangriffe, Magieabwehr. Das eine war irgendwas mit Heilen. Verbesserte Heilung, alle. Und mal kurz, warum hat das meine eigentlich so klar? So, durch. Sind wir jetzt endlich da unten? Ich hab keine Lust mehr. Ich mag das Spiel, aber das geht jetzt irgendwie zu lang einfach. Vor allem, weil es halt eben einfach zur Story einfach gar nichts beiträgt, außer kämpfe durch die ewig langen Dungeon und töte das letzte Monster. Oh, nee. Mana-Steine. It has to be an illusion. I could have beaten them all on my own. Had the upper hand. Okay. Okay, da links ist der Raum mit der Statue eigentlich, ne? Da ist irgendwas drin, scheiße. This'll be faster if we fight together. Alter, seid ihr nervig. So, du bist jetzt wie was Gescheites, oder? Oh, ernsthaft? Die kotzen mich schon ein bisschen an mit ihrem Scheiß, ne? Ja, ich wirke heute ein bisschen gereizt, weil ich eigentlich gehofft habe, ich kann jetzt dann das Spiel beenden. Und kann mit einem anderen anfangen, was ich mir gestern extra downloadet habe. Deswegen nervt es halt schon ein bisschen, wenn du da... Da, ich hab's doch gesagt, er schießt den Strahl schon, bevor das Ding überhaupt komplett aufgeladen ist. Hallo? Hey, watch it! Did you see that? I was great. Ist doch eh wieder bloß so eine Truhe. Nochmal so ein bunter Samen, oder? Sehr gut. Hä? Warum ist jetzt mal eine wegrollt? Was ist da geworden? Ja, wir sind Ausgang auf der anderen Seite einfach. Nein, wir gehen jetzt da weiter. Oh, das bringt mir ja gar nichts. Okay, wir müssen doch da durch. Alter, ich sehe nix. So, mal schauen, was gibt's da hinten Schönes? Bonbon. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen gehetzt, muss ich zugeben, weil ich halt echt meine, ich kann jetzt dann noch ein bisschen, das und noch ein paar andere Sachen machen. Und dann dauert es halt einfach länger. Deswegen wirkt es vielleicht nicht ganz so... Oh. Weißt du, dann macht es dann Spam, die halt ihre Attacken einfach nur. Ist noch weg, goldene Sachensamen. I feel like I could defeat any enemy. Get out of my way before I'm through. Warte mal, jetzt könnte ich da wieder hinterlaufen oder was? Nee, ihr könnt mich. So, mal schon losgehen. Oh, komm schon. Mega. Mega Recycling Power. Shit. Oh. Wir sind wieder in so einem Gebiet. Ah, scheiße, das sind... Da gibt es schon Jutsu oder was, wenn es nicht auf Blobs sind. Das müsste doch langsam dort sein, oder? Da hinten ist noch so ein Tor, verdammt. Warum sagen wir jetzt doch irgendwo, dass da eine Kiste ist? Waage der Göttin. Ne, so ein Pflanzkorb. Der würde mir jetzt noch fehlen. Es wirkt halt einfach nur, als wie wenn wir nur ein Drittel geschafft hätten oder zwei Drittel. Ah, ich ahne Übles. Weil ganz sicher ist vor dem Boss auf jeden Fall eine goldene Statue zum Aufheilen oder Hochheilen. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh nee, das ist das Gebiet von der anderen. Und dabei Kühen alten. Ich hätte auch nur springen können, Mann. Barriere ist verschwunden. Yay! Der ganze Weg wieder auf, aber jetzt trinke ich ja schon was, ey. Damit habe ich auf jeden Fall. Eine die Flasche aufmachen ist im Ätzen. Nicht gerechnet, dass es so lang geht. Ich habe damit gerechnet, es war schon 10 Minuten Dungeon. Wie die anderen alle. Du rennst da durch, haust die Gegner weg, machst vielleicht ein, zwei Rätsel und dann ist die Sache gegessen. Endgame des Hauptes das Ding länger machen als das ganze Dungeon zusammen. No. Ernsthaft? Wir haben uns bis zum Thronsaal vor durchschlagen müssen. Oder so. Warte mal, die Alte lebt ja noch. Das wird nicht jeder oben, ey. Kommst du schon fast nicht auf? Ich bin der Einzige, der sich an diese verdammten Beschränkungen halten muss, oder was? Ihr halt das ignoriert, Alter, diese Drecksviecher, ey. Wenn ich weiter weg bin, muss er aufladen. Wenn ich noch näher bin, macht das einfach sofort. Oh, Nervensäge. Ich hab eine Merkung, ich weiß nicht, ob das da irgendwo eine Barriere ist. Die köpfen mich, also diese Drecksviecher nerven mich bloß. Weiß lieber mit diesen fetten Dämonen als diesen dämlichen Raupen, ey. Was ist denn das passiert? Eins davon ist eine, oder? Goldene Sangensamen. Hey komm, du kannst wieder erzählen, dass da keine davon. Ja, sei doch. Oh, das sind Nummer 2. Wann hat denn der sich umgedreht? Verdammter Scheißdreck, ey. Ich will jetzt einfach mal seine Attacken spammen. Dämliche Mistviecher, ihr habt ja nicht mal Magie, also hört auf, eure Attacken zu spammen. Da lang? Noch so ein Ding. Gott sei Dank. Oh. Alter! Das Attack habe ich noch nie gesehen. Wo zur Hölle bin ich? Oh. Oh nein, es ist wieder bloß das Silberne, Alter, willst du mich verarschen? Wie weit geht denn das noch? Alter! Ich bin jetzt über eine Stunde in einem verdammten Dungeon drin. Oh. Ja, wir haben schon strecken müssen. Wo sind wir denn jetzt? Oh, Mondpalast. Wo die Welt ist. Weißt du, hätten die Entwickler sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe geben können, so zu sagen, hey, ihr hast drei Charaktere, das heißt, durch diese drei Gebiete musst du, um zu dem Boss zu kommen. Nein, stattdessen macht man einfach jedes scheiß Gebiet rein, wo ihr die dumme Alte nicht mal wissen kann, ob wir die kennen oder nicht. Wir waren nie in diesem verdammten Schloss vor den Wölfen. Stimmt der da? Achso, da muss ich nochmal runter. Wir haben genug Heilzeug, ich will einfach nur noch raus. Ich will einfach nur noch zu diesem verdammten Boss, ey. Das geht mir so tierisch auf die Nüsse, dass das so ewig geht. Ja, bewacht euer Truhe ruhig ewig. Das muss jetzt aber gewesen sein. Mich wundert, dass die Charlotte zu ihrem Gebiet nichts gesagt hat. Ich meine, die war ja auch, wir waren ja in diesem Heiligtum auch, ne? Oder in dieser Kirche oder was das war. Oh, endlich! Scheiß Nervensägen, Alter. Blöde Statue. Da oben. Ah ja. This evil atmosphere is getting heavier by the minute. Annis must be getting close. Be careful from here on out. Wird schon. Annis must be getting close. Be careful from here on out. Dass die hier oben steht, wissen wir doch. Wobei es ja von den Charakteren her bisher am meisten hermacht, ne? Bold of you to come here instead of running away. So, you're Annis the Witch, huh? I have but one desire. Use the portal to Mavolia to destroy the world. I will ruin this realm with my own two hands. Now, behold my power, and despair at your worthlessness. Writhe, worthless mana worms! Fall from the tower of your dreams, wallow in pits of despair! Feed me with your pain! Oh, so this is Annis the Witch. Wenn ihr das mal ganz zerstört. Is this it? Barry, snap out of it. We didn't come here to lose. Wir haben sie doch schon fast. We're gonna win. Hä, wo ist denn jetzt hin? Hey, du hältst ja gar nichts aus. Nein, falscher Knopf! Scheiße! Alter, wie sie alle jeder voll draufknallen. Ist ja bloß gut, dass ich so noch Energie habe, ne? Ich streng sie schon sehr an, dass sie. Diabolische Rage. Hat er sein Schwert weggeschmissen? Alter, heil alle! Die hält ja gar nichts aus. Warte mal. Wer mitbekommt das? Oh Gott! Shit. I'm on the job. Okay. Don't keep me waiting. You bitch. Hang on. You cannot bring me down. I'm on the job. Kaboom. Tanzt die gerade während Bomben runterfallen? Nochmal so. Oh. Warum ist die Mobi, Alter? Alter, warum ist die schon wieder tot? Wow, wann ist das passiert? Der zweite ist einfach sauschnell, ne? Ups. Warte mal, du siegst gestorben jetzt. Sterben wir jetzt? Nein, heilige Kugel ist was anderes. Nein! Vielleicht reicht es. Das ist ein anderer Schuh. Jetzt halt hier. Man hat mich das jetzt erwischt. Ich hab's erledigt. Wow. 76 war sie. You really thought this was over? Yeah. I can never be purged from this world. Someday, I will be revived and bring chaos with me. Once time passes and you are long gone from this realm, I will remain, biding my time. Chaos will reign. Someday. We won, right? Not quite. As long as the goddess of Mana exists, Annis will never disappear completely. But you dealt her a major blow. I don't think she'll be coming back anytime soon. Well, not done yet. Still gotta save the Mana Goddess after all. For now, we should head back and talk to Grand Qua. Ihr lasst mich jetzt aber nicht da mitten im Gebiet stehen, oder? Weil ich die Musik höre. Jetzt haben wir es endgültig durchgeschafft, verdammt nochmal. Und entschuldigt das Meckern, aber es ist halt, es ist eine Stunde durch jedes Drecksgebiet kämpfen, was man jemals gesehen hat, ist halt eher stinklangweilig, anstatt irgendwie fordern. Oder lustig. Oh, you have defeated the fearsome witch Alice. As long as brave young souls like yourselves are willing to fight for justice, this world can yet be saved from chaos. That look in each of your eyes reminds me of a time long, long ago. Youth is the hope of this world. I believe I can rest easily with that knowledge. Ah, my young adventurers, you are the world's beacon of hope. I have faith that you will save the goddess of mana. Believe in yourself. Abgeschlossene Spielspeicher. Zweimal abgeschlossen, sehr gut. Anderskörperliche Kraft wird nicht so einfach vergehen. Du kannst neue Kräfte erhalten, indem du sie besiegst, wenn sie versucht, wieder aufzustehen. Neues Spiel plus Wellen. Okay. Ja gut, das war's dann. Mein Enddialog habe ich schon gehalten. Im eigentlichen Ende. Ja, wie nochmal gesagt, sorry ein bisschen, dass ich mich da ein bisschen viel aufgeregt habe, weil es mir halt auch zu lang gedauert hat. Ich habe halt echt geplant gehabt, ich mache noch das Ende und dann ist es rum. Und am Ende haben wir halt jetzt nochmal 2,5 Stunden ins Spiel gesteckt, was ich halt nicht, komplett nicht erwartet habe. Und das nervt dann schon, wenn man eigentlich noch andere Pläne hat und eigentlich noch was anderes zocken will. Ich meine nicht, dass ich jetzt nicht dazukomme, aber das wirft dann halt um 2,5 Stunden zurück, ne? Man will es aber auch nicht halb durchgespielt lassen. Weil wenn dann so ein Viech kommt, dann kann es halt auch mit dazu. Vorsicht vor dem Wachhund. Wow, wie er halt einfach da mittendrin ist. Wow, ja. Vor allem dann Gatter, der so offen ist, ne? Ja, also, war ganz lustig, der Boss war auch ganz witzig und die... Ich muss dazu sagen, es ist halt schade, ne, von den Charakteren her fand ich jetzt die Anis am Schluss vom Aussehen her und vom Style her am besten. Auch vom Boss her. Ich meine, der Drachenherrscher hat mich sowieso voll enttäuscht. Also mit seinem Standardaussehen, ich meine, gut, das andere ging dann, aber der war dann einfach zu groß und zu einfach wegzuhauen. Was erinnert mich das? War das eine Dragon Ball oder so, wo dann die großen Affen mit der Saiyajin-Saga, wo sie sich dann in die großen Affen verwandeln und dass so Goku halt dann trotzdem einfach, weil er halt schneller ist, kleiner und schneller den weghaut. Genauso war es halt da auch. Kennst du die Dinger außerhalb der Stadt, wie sie sich drehen? Nennt man Windmäuler. Nein, das sind Windmühlen. Gehen wir nochmal ganz kurz zu... Sorry, not in here. Anywhere but here. We don't have to go. Too bad. I was looking forward to seeing your room, though. All those skeletons. Cut it out. Achso, das hatten wir ja schon mal. Stimmt ja, ich habe die Mana, die Göttin des Mana und die gerade und den Deppen besiegt. Egal, an der Stelle nochmal, danke fürs Zuschauen, macht's gut und das mal endgültig. Servus.